Willkommen zurück bei Divinity Originals in 2, hier am Strand der Freudenfeste. Und jetzt wurde mir rechts was angezeigt. Spannung, Mittel. Du solltest nichts Außergewöhnliches tun. Ich dachte, der Tipp bleibt noch bestehen, bis ich ihn wegklicke. Nein, leider nicht, ist der schnell weggegangen. Gut, wir hatten mit Tam gesprochen am Ende der letzten Folge, der war hier links oben. Und ich habe jetzt nochmal, weil es mir selber aufgefallen ist, die Stimmen der NPCs ein bisschen angehoben vom Sound her. Voidwoken. Those are the same beasts that sank our ship. Damn, they've made it to shore. Hatte ich schon gesagt, dass man mit Alt sich auch die Sachen anzeigen lassen kann? Da oben ist noch eine Muschel. Und hier waren gerade Lederstücke. So, da oben hätten wir ein paar Gegner. Man kann sich auch vorher, das müsste ich nochmals zeigen. Ich glaube, genau auf Shift kann man sich die Zonen der Gegner auch bevor ein Kampf startet anzeigen lassen, wenn mich nicht alles täuscht. Der war gut. Ich habe bloß noch ein AP. Decke ich mich mal hier. Achso, ich könnte noch ein bisschen gehen. So. Da müssen die erstmal ihre AP verbrauchen, um hier in meine Nähe zu kommen. So. Schwuppdiwupp. Schmierige, leeren Kreatur besiegt. Und wir halten das erste Level ab. So, kann ich denn... Huch, das wollte ich gar nicht. Oh, der war gut. Und hau noch mal drauf. Nice. Stufenaufstieg. Wunderbar. So, wir können hier oben zwei neue Fähigkeitspunkte verteilen. Hier auch noch ein. Moment. Entschuldigt, ich musste gerade husten. Und hier auch nochmal ein. So, was machen wir denn? Finesse. Finesse erhöht den Schaden, den du mit finesse-basierten Waffen und Fertigkeiten bewirkst. Ja. Ein Punkt gleich 5% Schaden. Und ein bisschen Konstitution. Was ist Gedächtnis? Das Gedächtnis beeinflusst eine Anzahl von Gedächtnisplätzen, die zum Erlernen von Fertigkeiten erforderlich sind. Mächtigere Fertigkeiten beanspruchen mehr Plätze. Basisplätze 4, extra Plätze durch Gedächtnis 0. Okay. Der Verstand beeinflusst kritische Chance, Initiative und deine Fähigkeit, Fallen zu erkennen und versteckte Schätze zu finden. Konstitution erhöht Lebenskraft um 7%. Das heißt, das sind ungefähr, naja, so zwischen 5 und 6 HP mehr. Ich nehme mal einen bei Verstand, das finde ich nicht schlecht. So. Waffen, Zwillingswaffen natürlich. Ausdauer. Regeneriert 5% Rüstung. Ausweichchance 2% und 3% zu allen Resistenzen. Vergeltung 5% Schaden reflektiert. Okay, 10% kritisch Multiplikator. Oh, es gibt so viele schöne Sachen. Ich gehe erstmal auf Zwillingswaffen nochmal plus 1 drauf. Ich finde das immer so schwierig, das zu entscheiden. Hinterher, nach, weiß ich nicht, 10, 15, 30 Spielstunden ist man immer schlauer. Überreden. Lehrmeister. Erkennt Feinde und ermöglicht dir, Gegenstände zu identifizieren. Durch Erhöhen von Lehrmeister kannst du mehr und schneller identifizieren. Telekinese. Ermöglicht dir, Gegenstände unabhängig vom Gewicht telepathisch zu bewegen. Auch nicht schlecht.
Dieberei. Dieberei erhöht alle Fähigkeiten im Zusammenhang mit Taschendiebstahl und Schlossknacken. Um ein Schloss zu knacken, verwende ein Niedrig und klicke auf den Gegenstand, den du knacken möchtest. Um einen Taschendiebstahl zu begehen, klicke im Schleichmodus auf einen Charakter. Ich finde das mit dem Lehrmeister nicht schlecht. Ich nehme da mal einen Punkt mit. So. Genau, das sind die Lederstücke von gerade eben. Jo, was liegt denn darum? Magister Yalen. Ui. Drowned and eaten by a Voidwoken. I wonder in which order. Ich weiß gar nicht, kann man denn den Schwierigkeitsgrad, könnte man den theoretisch nochmal erhöhen? Spieleinstellung, Schwierigkeitsgrad. Ja, könnte man auf klassischen Modus nochmal erhöhen. Ich probiere es jetzt trotzdem mal, dass wir einfach mal da ein höher gehen. Wobei, wie gesagt, wenn mir das zu schwierig wird, dann nehme ich den wieder raus. So, aber wir können das ganz gerne mal probieren. So. Das wäre die Ecke. Hier war noch eine Muschel irgendwo. Da drüben auch noch. Verzehren, kombinieren mit. Allgemein haben wir wahrscheinlich eh zu wenig, um irgendwas zu kombinieren. Ui, was ist denn das? Waffenkunde für Findige, Tod durch Schwert. Aha. Zum Lesen mit Informationen zum Herstellen von Gegenständen. Ein Rat an den schlecht Bewaffneten. Befestige dein Messer. Oder deine Klinge, wenn du nichts anderes hast. An einem Stock. Jetzt hast du ein Schwert sozusagen. Okay. Zwei neue Rezepte gelernt. Ah, das ist ja geil. Messer am Stock. Das hier könnten wir sogar kombinieren. Braucht er denn? Ja, dafür erfordert es einen Dolch. Das stimmt schon. Für dieses, für die Wurfmesser. Genau. Aber ach doch, erfordert auch einen Dolch. Ich habe gedacht, dafür reicht eine x-beliebige Nahkampfwaffe. Unsichtbarkeitstrank. Granatengiftflasche. Also ein bisschen was haben wir schon gelernt. Runen. Unten mal entlang gehen. Halt. Ah, verdammt. Ah, da, ach Gott, der schon wieder. Der rote Prinz. Den nehme ich mir gleich mal zur Brust. So, wir nehmen erstmal die ganzen Muscheln noch mit, die hier rumliegen. Eine schöne Muschelsuppe heute Abend. Zack. Ach Gott, der schon wieder. Prinz. You spot a strange lizard gazing over the water with a steady malcontent stare. His skin is of a bright blood red color. Could he be? Ja, unzufriedener Gesichtsausdruck, so kennen wir ihn. Yes, you recognize him from the ship. It would seem you're not the only one who survived the tentacles of the deep. Hm. Ihn herzlich grüßen und sagen, dass du froh bist, dass er das Schiff und Glück überlebt hat? Nein. Er ist derjenige, der dich an den Kiefer gefasst und von Kopf bis Fuß wie ein verdammtes Pferd gemustert hat. Sagen, dass du noch ein Hühnchen mit ihm zu rupfen hast. The lizard turns about with the graceful ease of a dancer. Or a duelist. You lock eyes with his, two smoldering embers that sizzle your very soul. Ui. Er dreht sich anmutig Leichtigkeit eines Tänzers zu uns. Yes, I imagine you do.
You're made of sterner stuff than I first gave you credit for. Richtig. Chances are I wouldn't have survived the shipwreck. Had you not returned to the aid of your fellow passengers down in that dreadful hold. You have my gratitude. Oh, guck mal an. Dankt uns. Hand over heart, he salutes you with a bob of the head. More than a nod, though less than a bow. Ihm sagen, dass du ihm gerne geholfen hast, es gehört sich nicht, untätig daneben zu stehen, wenn Leute in Gefahr sind. Spotten und sagen, dass er dir etwas mehr Dankbarkeit schuldet. Nee, ich würde jetzt mal das erste nehmen, schon okay. Er hat ja selber gesagt, dass wir aus härterem Holz geschnitzt sind, als er sich das hätte vorstellen können. Nö, das passt erstmal so. Sagen, dass wir ihm gerne geholfen haben, alles ist besser als untätig daneben zu stehen. Yes, I'm sure you've all the makings of a hero and all that, but let's not get carried away, shall we? Now then, if there's nothing further. Wenn es sonst nichts weiter gibt, ihn fragen, was er hier macht und warum er auf diesem Feld steht. Ihn fragen, was er als nächstes vorhat, gehen. Nö, wir fragen mal und warum er auf diesem Fels steht. I'm sure I don't mean to sound condescending, but I had thought it quite self-evident I was gazing out over the waves. Junge, du machst es einen nicht leicht, dich zu mögen. He sighs dramatically. Er seufzt theatralisch. Tell me, what do you see when you cast your glance over this ocean? Was wir sehen, wenn wir unseren Blick auf den Ozean richten? Sagen, dass du Erinnerungen siehst in der Sonne verbrachte Kindertage? Sagen, dass du letzte Nacht ein Ödland voller Kraken gesehen hast, in dessen Nähe du dich niemals wieder begeben möchtest? Das Wasser sieht ganz geil aus, ne? Ich vergesse immer hier rein und dass man nicht rein und rauszoomen kann mit dem Mausrad. Da scrollt man bloß hoch und runter. So, wir sagen das mit dem Ödland und Kraken. Touché. Touché. He looks out over the water once more, and so do you. A few tranquil moments pass as the waves lap against your thoughts. As for myself, when I consider this vast expanse before us, I see an empire. I see continents dotted with mighty cities. And shimmering along the soft curve of the sea's horizon, I picture the palaces that formed my paradise. Lost. Er sieht Kontinente voller Städte. Ihn fragen, was genau er mit verloren meint. Ihm sagen, dass das eine recht spezifische Vision ist, warum ein Reich. Mit den Schultern zucken und sagen, dass manche Leute Schlösser in der Luft sehen, da kann man sie auch im Meer sehen. Joa, passt zu uns, ne? Yes, but these weren't castles in the sky, were they? Quite obviously, I was musing over the very actual empire that I lost. Suddenly, having all the air of being deeply offended, he stares at you with utter incredulity. Er wirkt gekränkt und starrt uns völlig fassungslos an. Why don't you stand there gawking like an ape at an abacus? Or do you really mean to tell me you don't know who I am? Ob wir nicht wissen, wer er ist? Den Kopf schütteln, du hast keine Ahnung, wer er ist? Begeistert nicken, natürlich, jetzt erinnerst du dich. Er ist doch dieser berühmte König. Na, ihm sagen, dass du noch nie von einem Abakus gehört hast, der einem sagen kann, wer jemand ist. Gesetzloser, jemand, der ein Reich zu verlieren hatte. Ihm sagen, dass du dich mit solchen Leuten nicht abgibst. Begeistert nicken. Na komm, schleimen wir mal ein bisschen rum, auch das können wir hervorragend. Oh, may the Seven have mercy on their own creation. I am the Red Prince, the All-Conqueror, the World-Tamer, the Spouse of the Sun. Ja. Of course you know me. There's a brief moment's pause, during which his grandiloquent pose deflates ever so slightly. That said, I suppose I must own up to the fact that I find myself rather in between all-conquering and world-taming opportunities at the moment. The grandeur that is my fate has hit a bit of a snag. But never you worry, for the throne I was destined, and my throne I shall have. Er wird seinen Thron besteigen. Ihn einladen, mit dir zu reisen. Vielleicht kannst du ihm sogar dabei helfen, seinen Thron zurückzubekommen. Sagen, dass du ebenfalls einige Dinge zu klären hast. Er kann gerne mitkommen, wenn er möchte. Sagen, dass das absolut fesselnd war, du dich aber beeilen musst.
Er kann ja gern mitkommen. This and that. Tag along. Do you really mean to compare the fate of an empire to whatever foibles you seek to fix? Ja. On the other hand, I really could do with a dog's body. And you've already proven to be trustworthy enough. You came back for the others on that ship, after all. Fine, I accept. On one condition. For reasons I'll not disclose right now, it is imperative that I should meet with a dreamer, one of the mystics of my kind. Es ist unerlässlich, dass er einen Träumer trifft, einen der Mystiker seinesgleichen. I've reason to believe one of them may be present on this island. Promise me we'll look for him, and I'll extend you the blessing of my company. Wir müssten ihm versprechen, nach ihm zu suchen. Es ihm versprechen und sagen, dass du das nicht unbedingt versprechen kannst, seine Bitte aber im Hinterkopf behalten wirst. Ihm sagen, dass deine Interessen seine ausstechen. Wir behalten das mal im Hinterkopf. You do tend to beat around the bush, don't you? Oh well, that wishy-washy answer will have to do then. So, now that that's settled, first things first. Even if you are as versed in the art of eloquence as I am, that our swords will be doing a lot of the talking from here on out goes without saying. As a born fighter, I prefer the perfection of the blade myself. But I'm well acquainted with the secrets of magic and, yes, even subterfuge. What say you? Oh, der quatscht aber viel. Aber gut, hier geht's um... als geborener Kämpfer bevorzuge ich selbst die Perfektion der Klinge. Er kennt sich aber auch gut mit den Geheimnissen der Magie aus. Und sogar mit der List. Sagen, dass ein Kämpfer ideal wäre, er sollte seiner Bestimmung treu bleiben. Sagen, dass du Interesse an jemanden mit Muskeln hast, fragen, ob er Erfahrung in Kampfkunst hat. Sagen, dass du an jemanden mit Finesse interessiert bist, nein, das machen wir selber. Sagen, dass du jemanden mit Hang zu den arkanen Künsten suchst, fragen, ob er sich mit Magie auskennt. Da können wir jetzt praktisch bestimmen, als was für eine Klasse er mitkommt. Der hatte auf dem Schiff schon mal gezaubert. Das war irgendwas mit Magie, aber... Das finde ich ganz geil, dass man das jetzt entscheiden kann. Ich weiß nicht, wo ist denn der Unterschied zwischen 1 und 2 Kämpfer oder mit Muskeln und Kampfkunst? Kämpfer. So eine Art Tank. Die 1 oder die 4 oder halt mit Magie. Für Magie hätte ich gern irgendeine Frau, muss ich sagen. Ich weiß nicht, ich spreche der Magie immer gern den Frauen zu. Ich nehme den mal als Kämpfer mit, damit er seiner Bestimmung auch treu bleibt, weil ich das auch ganz, ganz gut finde in dem Moment. Ich nehme den mal als Kämpfer mit. Very well. Onwards then to victory or death. Nicken, das wäre geklärt. The Red Prince nods and gives you a smile that wavers ever so delicately between courtesy and contempt. Lächeln zwischen Höflichkeit und Verachtung schwankt. Das hätte ich auch gern drauf. Now, as you're aware, you'll be traveling with a prince. Proper forms of address include your Majesty, your Royal Highness, or if you're feeling particularly frivolous, my Lord. Da, Prinze, sollen wir entweder mit Herr, eure königliche Hoheit oder eure Majestät ansprechen. As your luck would have it, I seem to be fresh out of luggage, so you won't be required to carry my belongings. Sollen wir auch noch so ein Zeug schleppen? Meine Fresse. Of course, there are other forms of protocol to bear in mind, but I'll see to it you'll pick up the rest as we go. So, without further ado, let us be off. Es gab schon genug Umschweife. Weiter geht's. Zieh die Porträts deiner Gruppenmitglieder auseinander, um ihre Verbindung zu trennen. Getrennte Gruppenmitglieder folgen dem Gruppenmitglied nicht mehr, an das sie zuvor gebunden waren, stand da, glaube ich. So. Messer am Stock. Hat er sogar ein provisorisches Schild? Kann der sogar tragen, wahrscheinlich durch den Stärkewert hat er einfach mehr. Hat auch einen Heiltrank, wir hatten auch noch 2 sogar. Okay.
Kriegsführung hat er? Überredung und Täuschen? Talente, Komplex. Gibt dir 10% Feuerresistenz und 10% Giftresistenz. Opportunist, verleiht dir die Fähigkeit, Gelegenheitsangriffe durchzuführen. Okay. Du bekommst plus eine Überredung von Zauberlied. Adliger, Gelehrter. So sieht der schon aus. Nun denn. Gehen wir mal weiter. Aber wo gehen wir lang? Nehmen wir die Muscheln alle mit. Erstmal hier drüben weiter. Man sieht die Pilze so gar nicht, oder? Ach doch, hier. Oh. Da musst du aber schon genau gucken, wenn du hier nicht gerade mit Alt danach Ausschau hältst. A black cat. Da oben war ein Mietzchen. A herald of wisdom in my homeland. The cat's eyes are clouded and grey, but it stares at you with acute intensity. Oh, die würde ich gerne mitnehmen. Das als Haustier wäre schön. Its eyes clear, and it shakes its head, confused. The cat's eyes are clouded, it appears. Okay. Sagt uns nochmal dasselbe. Tja, wo gehen wir jetzt lang? Gibt hier schon einige Wege, ne, die wir hier ablaufen können. What's this? I found something. Wahrnehmung, du hast etwas Verstecktes gefunden. Je höher dein Verstand, desto wahrscheinlicher ist es, dass du Fallen und Geheimnisse aufdeckst. Hier. Ach, guck an. I need to dig. Erdhügel. Die Erde hier sieht so aus, als hätte jemand vor kurzem hier gegraben. Wenn du eine Schaufel hast oder eine Echse bist, kannst du hier nach vergrabenen Schätzen suchen. I need a shovel. Nein. Lass dem das mal machen. One must put in due effort if one is to reap the proper reward. Cool, Lieblingsbogen. Mhm. Lederrüstung, sehr gut, und Gold. Eine schöne Lederrüstung. 3 magische Rüstung, 5 physische Rüstung. Was hat denn der an? Da er uns so schlecht behandelt, ziehen wir das erstmal an. Aber der hat bloß das. Da kann er ja auch das hier. Das hat wenigstens 2 physische Rüstung. Der hält sowieso ein bisschen mehr aus. Der hat wahrscheinlich auch... Ach nee, der hat plus 54 Leben. Weltengeheimnisse. Halte nach Geheimpassagen Ausschau. Rivellon steckt voller versteckter Hebel, Druckplatten und Falltüren. Versuche durch die hängende Reben zu gehen. Ach, guck mal, da ist noch eine Kiste. Aha. Ach, ich gehe kaputt. This leads. Ui. Fane, da hockt noch jemand. Nein, lass das da stehen. Hör auf, alles mitzunehmen. Wo ist denn das jetzt, das Fass? Hä? Ach, hier. Giftschaden kriegen wir da. Gut, ich würde sagen, wir reden mal mit Fane. Allerdings erst in der nächsten Folge. Das war's erstmal für heute. Wir schauen nochmal in die Kiste rein. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zusehen. Oh, ein Dietrich, super. Brüchiges Schwert, klasse. Dietriche, du hast einen Dietrich gefunden. Benutze ihn, um ein verschlossenes Objekt zu öffnen. Jo, beim nächsten Mal vielleicht. Das war's für heute. Ich bedanke mich bei euch, wünsche euch noch einen schönen Tag und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.